Oder was? Ruhe bitte. Das ist schlecht. Heute ist mal ein bisschen entspannter hier. Ich finde es auch mal ganz geil, so detektivmäßig unterwegs zu sein. Das macht echt Bock. Da hängt jemand in den Camps. Das ist mir gerade aufgefallen. Ey, je mehr ich das spiele, umso mehr macht es Spaß. Ich habe ja leider am Anfang nicht drauf geachtet, wer wohin gelaufen ist. Das ist ein bisschen dumm. Mir ist die neue Map gar nicht eingestellt. Aber wir kriegen das hin, Leute. Wir kriegen das hin. Wir werden wieder mal ermitteln. Und die eine oder andere Ermittlung wird hier auf jeden Fall fruchtbar sein. Oder Früchte tragen, sage ich mal, ne? Oh Mann. Ganz weird. Pretended, I guess, von Fabo. Don't know. War ein bisschen seltsam, oder? Bisschen, aber vielleicht hat er auch einfach gut geswiped. Finde ich Matt bei der Leiche. Was ist das denn hier? What the f***? Ist ja ultra gruselig jetzt. Ich muss hier raus, Digga. Ich hab davor Angst. Digga, wie sieht denn das hier aus? Wo lag Kevin? Bevor ich was sag, wo lag Kevin? Weapons. Weapons? Was ich sagen kann, Kevin ist mit Rumatra als Leitort waren, sind beide in mir, an mir, also an beide zusammen an mir vorbeigelaufen. Rumatra ist mit Kevin nach oben gelaufen. Jemand Caruso gesehen? Ganz am Anfang waren wir nicht zusammen, Rumatra. Das macht dich wieder ein bisschen schwer. Warum bleibst du nicht am Anfang bei mir, dass wir uns in Schutz nehmen können? Du gehst in den ersten 20 Sekunden bist du weg. Ja, in den ersten 20 Sekunden gehe ich probieren, zu machen an den Stellen. Hat an denen jemand. So, hat jemand. Wo lag denn die Leiche? Caruso gesehen. Leiche liegt auf jeden Fall im Weapon von Kevin. Keiner war mit Caruso unterwegs? Ich erinnere mich nicht. Nee, ich auch nicht. Niemand. Nee. Niemand, der am Anfang mit ihm in eine Richtung gelaufen ist. Das kann ja nicht sein. Bei drei Richtungen. Du musst doch eher fragen, du darfst nicht fragen. Ja, ja, nee, ich weiß. Du musst fragen, Fine, wo warst du am Ende, bevor Gibran wurde? Nee, muss ich nicht, weil Fine ist für mich relativ. Also, ich habe gesehen, Fabo, du warst ja eben in Admin drin, richtig? Ja, mit dir. Was hast du da? Genau, Cardswipe hast du First Try geschafft, wahrscheinlich, ne? War nämlich relativ schnell, okay. Danny, wo bist du gewesen? Ich bin gerade. Danny ist mit Shields entgegengekommen. Oder ich weiß, ich glaube. Doch, ich bin gerade, glaube ich, O2, hab Blätter rausgeworfen. Danny ist von Shields gekommen. Warst du in Weapons drin? Ich war nicht, ich war auf dem Weg da oben, weil ich wollte nach Kevin gerade schauen. Weil Rumatra war auf einmal ohne Kevin und dann wollte ich du warst Kevin auf dem Weg da oben, bist aber trotzdem. Ich bin Fabo, auch auf den Task gemacht, nein, ganz kurz. Du bist ja, Fabo, ist dir entgegengekommen? Nee, ich stand rechts unten an Shields und dann kam Danny von. Aber der hat doch gerade gesagt, der war auf dem Weg nach Weapons. Ja, war das ein Double Kill? Ich bin ja von Shields nach oben gelaufen, Revi. Ja, aber der hat dich ja von woanders gesehen, hast du ja gerade schon wieder gelogen. Nee, an Shields unten ist doch Shields, Revi, du bist blöd. Rumatra, war das ein Double Kill? Muss das ein Double Kill gewesen sein? Nein, muss nicht. Dann kannst du es gewesen sein. Ich hab Auge auf Rumatra. Scheiße. Kann mir noch ein dritter wieder rumlaufen, bitte? Kleine Mama Platz hier, bitte. Boy Electrical. Wer kam von unten zu Security? Ich wollte gerade sagen, Rumatra kam von unten, Trimax kam oder nicht? Ja, nee, wir kamen von unten, aber Rumatra war diese Runde die ganze Zeit bei mir, aber es ist auch nur ein Kill passiert. Kam davor, ja, Brandy, ja, aber wir versuchen das war so eine typische Rumatra. Fine. 180 Rumatra. Fine, von wo kamst du? Von oben. Nee, das stimmt nicht ganz. Fine, du bist bei Upper Engine, bist du mir entgegengekommen und als dann O2 angegangen bist, bist du wieder runtergesteppt und nicht mit mir gelaufen. Weil ich Angst hatte, dass Rumatra und Trimax oder so, ich glaube, die beiden waren noch länger in Reaktor. Aber du kamst aber gerade nicht von oben. Du warst von woanders bist du gekommen, glaube ich. Okay. Ich bin wirklich nicht einmal da unten gewesen. Fabo hing ja die ganze Zeit in Camps drinne. Ich denke, es sind Fabo und Fine. Ja, ich bin mir zu 95% sicher, dass Rumatra Fine gibt mir auch irgendwie so ein Vibe, weil das... absolut. Aber es ist einfach nur Intuition, es ist einfach nur Intuition. Baby, du hast es falsch gesehen, wirklich. Wir müssen skippen, wir haben mal keine Ahnung. Wir sind 7, zu Boden ist dunkel. Ey, grindet Aufgaben bitte durch. Hab gesehen, wie Fabo Danny gekillt hat. Ja, Fabo war für mich eben auch ein wenig sus. Und Brandon hing die ganze Zeit in Camps. Das kann ich proven, weil ich die ganze Zeit auf die Camps geachtet habe. Also Fabo raus. Dann wird der, so wie ich eben gefühlt habe, wird es wahrscheinlich Fine sein, weil Fine eben nämlich in ihrer Erzählung eine Lüge drin hatte. Nein, du hast es nur falsch gesehen. Es ist einfach nicht true, was du sagst, Baby. Eine Sache, Fabo, die mir am Anfang schon aufgefallen ist bei Admin, Fabo, als du Karte geswiped hast, ne? Bevor du reinkamst, bin ich direkt zum Pendel gegangen, hab Card geswiped und ich hab's First Try geschafft. Und du warst wirklich viel kürzer dran als. Ruhe. Du warst viel kürzer dran als ich. Du kannst es gar nicht schneller geschafft haben als ich, weil ich schon First Try dran war und vor dir da war. Nein, warst du nicht. Plus, Brandon war die ganze Zeit Camps, weil ich halt die Camps geachtet habe und Brandon kann es also nicht gewesen sein. Rumatra und Trimax habe ich gerade gesehen. Also bist es wahrscheinlich du und Fine. Also auf jeden Fall Fabo und Vaut rein. Lächerlicher Vaut, Fabo. Lächerlicher Vaut. Ja, wir können doch über Tast jetzt. Wir haben nicht mehr viel. Ich drück kurz. Okay, ganz kurz. Fine, die Task, die du in Upper Engine gemacht hast, was war das? Das war dieser Schalter umlegen vom Schalter hochschieben in Electric. Okay. Dann kommt das zeitlich hin. Dann muss es Rumatra sein. Ich glaube auch, er war am Ende wieder weg, weil er weiß, die Aufgaben werden knapp. So eine Sch.
Max, ja, ist aber auch komisch. Nein. Aufgaben sind durch. Ich habe Aufgaben auch fertig. Also, Brandon, wie viele Aufgaben hast du noch? Was ist das? Okay, dann gehen wir alle mit Brandon und gewinnen und Romatra verliert. Brandon, wir gehen mit dir und dann gehen wir mit Blau. Zuerst Braun, dann Blau. Brandon, vote. Ja, sau krass, Romatra. Gutes Play. Hey, Baum, Alter, Scheiße! Ich hab nichts gemacht! Digga, Max hat nicht einen Kill gemacht! Ich hab alle Kills die Runde gemacht! Was ist das? Oh mein Gott. Viel zu schnell war die Task fertig! Es war tatsächlich Max. Ich hab wollte das nicht Romatra. Baum, du hast das so gut vorbereitet! Und dann wollte ich Romatra einmal töten, mit den Übel hinterhergesprungen, er war nicht in Range! Revi wird die neue Karo-Hose, ich kein Walkout, schade. Na egal, ich bin heute als Detektiv unterwegs. Digga, zweimal geblowt jetzt mit Caruso, Alter. Aber es wird noch ein drittes Mal passieren. Ihr wisst, alle guten Dinge sind 187. Heute bin ich auf der guten Seite des Lichts. Wisst ihr, was ich meine? Deshalb. Oh, die habe ich lange nicht mehr gemacht, die Aufgabe. Wenn hier jetzt eine Leiche drin liegt, dann fresse ich einen Besen. Wer hat denn hier gelockt, Alter? Was soll das denn? Wieso macht man denn da zu? Wieso manipuliert man denn da? Deshalb, also, kann man nichts machen. LOL! Ich habe Caruso gefunden. Caruso lag in theoretisch Office. Mhm. Wenn man von Specimen hochkommt, nicht in dem Raum vor Specimen, aber im Gang, wenn man Richtung links dann rauslaufen will. Weil es zu Admin oder was? Ja, genau, aber er war halt in Admin drin, theoretisch. Hat jemand Kevin gesehen? Kevin ist tot. No. Ja, ich weiß, am Anfang ist er mir, als ich unten bei O2 raus bin, ist er rein. Und da waren noch Romatra und Trimax. Okay, wer war Laboratory? Ich am Anfang. Anfang war ich auch da, ja. Wer war Specimen? Ich war ganz am Ende Laboratory. Ich war alleine Specimen. Du warst alleine Specimen. Ja, Max, Romatra, wo seid ihr wieder rumgelaufen? Romatra und ich waren die ganze Zeit zusammen, außer die ersten 12 Sekunden. Da wusste ich nicht, warum er nicht mit mir zusammen rumläuft. Aber es macht ihn ein bisschen sass. Macht gerade einen leichten Sass auf Max. Könnte sein, dass die beiden gestackt haben. Fabo, wo warst du? Am Ende jetzt bei Licht. Okay, Danny. Ich war O2. Und wer war noch O2? Brandon, ne? Drauf. Brandon, hast du Danny gesehen? Warte, also ganz am Ende war ich nicht O2. Ich bin Richtung Communication gerade gelaufen. Ah, oh no. Okay, wieso korrigierst du jetzt nochmal, wo ich versuche zu proven? Bro, weil ich mich gerade nochmal erinnert habe. Ah ja, also, das kommt gerade. Hey, das war vor 2 Minuten und jetzt willst du da vor einer Minute und jetzt erinnerst du dich noch. Bro, ich hab doch nicht gesagt, vor 1-2 Minuten. Okay. Ich hab gewotet. Nein, Max, das kam ein bisschen. Es gibt keine Beweise, Das kam ein bisschen schnell, Max. Also, wenn ich kurz sagen darf, Max ein bisschen seltsam mit diesen 12 Sekunden, das macht keinen Sinn, was er wieder gesagt hat, das kann einfach nur Max gewesen sein. Ich würde sagen, Danny und Max ein bisschen im Auge behalten, kann mich aber da auch irren. Ich finde auf jeden Fall Danny gerade seltsam, dass du nochmal korrigiert hast. Seit wann machst du hier die Moderation, Revi? Das Bro, weil ich bin heute sehr klug. Warum, Romatra? Das macht gar keinen Sinn. Digga, weil ich euch zu klug bin, ne? Ja. Das war alles falsch. Genau. Es war nicht alles falsch. Max hat gerade gesagt, die ersten 12 Sekunden war er alleine und er sass deshalb Romatra. Was aber keinen Sinn macht, weil es gibt einen Kill-Cooldown die ersten 12 Sekunden. Das heißt, Romatra kann gar nicht sass sein in der Zeit. Ich habe jetzt nicht ganz gecheckt, wo Dena gewesen ist. Das war ein bisschen seltsam. Fine auf jeden Fall Proof. Das kommt von der Zeit her hin. Fine auf jeden Fall Proof. Brandon. Ich glaube, Dena ist auch safe. Nein, Max und Romatra. Ja, Digga, ich bin wahrscheinlich jetzt tot. Jetzt mal checken, wer hier Light fixt. Keiner. Das ist interesting. Ist Fabo für mich damit clear? Vermutlich nicht, nein. Wir checken mal Vitals. Camps sind auf jeden Fall nicht besetzt. Ja, okay. Kein weiterer Tod. Fabo hätte schon längst... Saudumm. Saudumm. Dena, das muss Dena gesehen haben. Für die Moderation halt das Sparen. Das muss Dena gesehen haben. Aber sie ist 3 Leute gestorben. Dena, also, das ist gerade vor deinen Augen passiert. Ich war mit Revi gerade an Vitals und wir haben beide Vitals geguckt und einer war tot. Ich weiß aber jetzt nicht wer, keine Ahnung. Das sind Danny und Fabo. Und dann ging Lichter aus und dann bin ich zum Licht geraten und dann habe ich Revi irgendwo auf dem Weg liegen sehen. Es sind Danny und Fabo, was wollt ihr eigentlich? Danny ist es schon mal safe. So, Frage ist nur, ob es Fabo ist. Danny hat gerade Fabo verraten. Danny hat gerade Fabo verraten. Ey, Romatra muss mal zuhören, Digga. Der hat eben auch gesagt, Revi labert so Scheiße, weil Romatra einfach das kleinste Gehirn von uns allen hat, Digga. Romatra, Digga, wenn der das jetzt spoilt. Also, ich sage, das geht sich aus. Nein.
Jeder Geist und jeder, der jetzt, ihr rennt sofort zu den Tasten und macht die fertig. Das ist dumm. Das war so, das das Dümmste, was er machen könnte. Das war das Dümmste. Das war das Dümmste. Das ist, oh Junge. Bro. Ey, Romatra, Digga, das kannst du nicht machen, Alter. Koms muss gesaved werden, Digga. Das war so dumm. Hallo? Ich kann ja nichts machen, Jan. Du bist nicht muted. Yeah! Oh mein Gott. Ich hab's doch gesagt, unser Favo, Rumatra. Ey, Rumatra. Und jeder so eine Runde spielt. Ja. Ey, Rumatra, das war aber jetzt wirklich so knapp, Alter, mit Koms noch, mit der Sabotage. Favo, ja.